Alexa-Speaker, ist seit 2014 drogenpolitisch aktiv. Auch hier bei der Handparade im Orga-Team von 2014 bis 2018 aktiv, aber auch beim GMM in Berlin oder beim 420 Day und bei diversen Smoke-Ins. Vielen ist er vielleicht auch bekannt als Moderator von Exzessiv oder heutzutage 420 Berlin. Bitte einen großen Applaus für Daniel Brückner! Hallo Berlin, mach mal ein bisschen Lärm! Also das war mir viel zu leise, ihr klingt, als hättet ihr weiteren Bock auf 50 Jahre Prohibition. Hanfparade, mach mal ein bisschen Lärm! Jawohl, genau das wollte ich hören. Ich finde es schön, dass ihr heute alle hier seid, aber ich bin auch ein bisschen traurig, weil viele Leute heute nicht hier sind und ihren Arsch hochgekriegt haben, um mit uns weiterzukämpfen für die Legalisierung. Denn auch wenn in den Medien immer propagiert wird, dass Cannabis ja quasi schon legalisiert wird und dass wir auf dem richtigen Weg sind, hat sich noch lange nichts geändert. Denn jeden Tag gibt es unzählige Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten und Cannabiskonsumenten. Und das muss ein Ende haben, meine Freundinnen und Freunde. Am Anfang haben wir direkt gefordert, als die Ampelkoalition sich auf die Fahne geschrieben hat, dass sie Cannabis kriminalisieren soll, legalisieren will, dass sie als erstes eine Entkriminalisierung der Konsumentinnen und Konsumenten vornehmen muss. Dieses wurde immer wieder aufgeschoben und mit dem Argument, man müsse ja eine Legalisierung vollständig ausarbeiten und da bringt es nichts, jetzt kleine Häppchen zu machen, weil dann die Gefahr besteht, dass das große Ziel, die Gesamtlegalisierung, im Rauch aufgeht und von der politischen Bildfläche verschwindet. Doch genau das Gegenteil ist der Fall, denn die Cannabis Social Clubs, die jetzt angekündigt sind, die ja keine Cannabis Social Clubs sind, sondern Abgabestellen von Vereinen sollen das ja im Endeffekt werden, sind im Endeffekt der erste Schritt, den wir schon vor 2 Jahren gefordert haben und der schon vor 2 Jahren hätte umgesetzt werden müssen. Deswegen bin ich froh, dass wir heute alle hier sind und auf der Hanfparade wieder zusammen ein Zeichen setzen. Wir laufen ja nachher an den Stationen vorbei, wo die Entscheidung stattfindet, auch wenn da heute auf dem Samstag keiner ist. Trotzdem, lasst uns laut durch die Stadt ziehen, lasst uns ein paar Duftwolken hinterlassen, zumindest die, die das dürfen. Die Cannabis-Patienten wissen Bescheid. Und habt auf jeden Fall viel Spaß, lasst uns laut sein. Und mir wurde gesagt, es geht jetzt gleich los. Das heißt, es wäre schön, wenn ihr euch alle schon mal Richtung Demonstrationsort bewegt. Das ist dann hier vorne auf der linken Seite beim Patientenbereich, damit wir dann auch pünktlich starten können. Hanfparade 2023, los geht's, viel Spaß! Vielen Dank. Daniel Brückner, folgt ihm, denn gleich geht's los. Und wir müssen viele sein, denn wir sind viele und wir sind laut. Weil man uns das Ganze klaut! Das Mikrofon genau in der rechten Hand, ja.